Willkommen zurück, Leute, bei Golden Sun 2. Im letzten Part haben wir die Prüfungen gemeistert. Und jetzt sind wir hier oben. Beim Endboss-Fight. Also ich nehme an, dass ein Endboss-Fight kommt. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, um ehrlich zu sein. Ihr wart sehr schnell. Vielleicht stellt ihr doch eine gewisse Herausforderung dar. Doch nur weil ihr schnell wart, heißt das noch lange nicht, dass ihr stark seid. Herausforderung oder nicht, der Sieg ist mein. Lasst den Kampf beginnen. Jo, lassen wir den Kampf beginnen. Du rufst als erstes mal einen deiner Typis, und zwar den hier. Verteidigung erhöhen. Schnelligkeit erhöhen. Jemanden verstecken. Dich selbst. Und du Verteidigung erhöhen. Dann können wir im nächsten Part, nämlich im nächsten Part, im nächsten Dings unsere Chips. Das ist doch gut, oder? Und Ferrum. Piu, 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 piu. Starker Hieb. Cosma. Cosma versteckt sich aber. Eclipse. Nee. Unsere normalen Chips. Ist egal. Du rufst Thor. Und du rufst Boreas. Tja, dann schauen wir uns das mal an, ob das hier funktioniert, mein Plan. Ich glaube, das ist immer gar nicht so eine schlechte Taktik, was ich hier an den Tag lege. Könnte doch sein, oder? Boom. Er lebt also immer noch. Das gefällt mir nicht, wisst ihr? Gericht! Ich will, dass wenigstens die zwei Heinis sterben. Und noch Boreas. Also ich will, eigentlich erstmal Cosma. An sich will ich, glaube ich, erstmal die Typen hier umbringen. Du machst das hier. Was könntest du machen? PP heilen. Aber du machst irgendwas Cooles. Was voll Cooles. Lichtblast. Senkt gegnerische Verteidigung. Auch hier könnten wir erhöhen nochmal die Verteidigung. Nicht Plasma! Heilung. Cosma, ich dachte schon Heilung. Schauen wir nochmal. Ja, das will ich natürlich als erstes. Den brauche ich nicht. Achso. Angreifen, angreifen. Heilen. Und du auch irgendwie heilen.
Weil... zieht Gegner durch einen Kurs. Kommt dort Gegner auf mal an, dass Kursmann überlebt. Wenn ich wiederbelebe, sie halt einfach. Oh, ach so, das war's schon. Oh Mann. Ja, wir haben gewonnen! Diesmal mit. Keiner ist gestorben. Schon gut, schon gut. Ihr habt eure Stärke bewiesen und ihr seid in der Tat wahre Helden. Dürfen wir bitte ins Inn? Wie versprochen, sollt ihr die Jade bekommen und wir nehmen den Schamanenstab. Kann ich bitte wieder unsere Ausrüstungsgegenstände zurückbekommen? Nach vielen Jahren hat sich der Eid, den Huab Nayegelos geleistet hat, nun endlich erfüllt. Ich bin jetzt müde, ich kehre ins Schamanendorf zurück und werde mich dort ausruhen. Ihr müsst auch erschöpft sein. Kehren wir ins Dorf zurück und ruhen wir uns aus. Ich will meine Ausrüstungsgegenstände wieder haben. Herr... meine Ausrüstungsgegenstände wieder haben. Bitte. Das wäre wirklich nett. Ich will meine Ausrüstungsgegenstände wieder. Redet ihr jetzt mit mir? Wir sind hier sehr stolz auf Moapa. Er ist ein großartiger Häuptling. Wenn irgendjemand im Dorf zu euch gemein sein sollte, dann vergebt ihm bitte. Die Leute hier bevorzugen ein ordentliches Steak mit Bohnen und Kartoffeln. Ihr mögt vielleicht lieber exotischer Gerüste gewohnt sein, aber wir lieben es eher einfach. Oh, ich liebe doch Kartoffeln. Ich war den ganzen Tag im Haus. Endlich kann ich wieder nach draußen und mich strecken. Ah, ich war so lange nicht mehr im Freien. Ich glaube, ich werde ein kleines Picknick machen. Aber was soll ich essen? Erdbeeren. Ihr habt sicher viele Fremde in der Lederbrunner. Ja, das erklärt alles. Nur, das ist der Grund für euren Sieg im Kampf. Eure merkwürdigen exotischen Waffen haben das Ergebnis bestimmt. Gar nicht wahr, du Penner. Stimmt, ich hätte eigentlich Waffen abgeben können, ne? Naja. Nee, ich will erst später einkaufen. Ich hoffe, dass immer noch, dass ich meine Ausrüstungsgegenstände zurückbekomme. Jahrelang hat das Volk von Hesperia gegen das Volk von Ateca gekämpft. Selbst unser Dorf wurde von den Wellen des Krieges erfasst, so auch das Volk von Contigo. Ich habe mich immer gefragt, warum das letzte Gefecht zwischen Hoabna und Jegelos ausgerechnet hier stattfinden musste. Jegelos war sehr mutig, weil er den weiten Weg von Contigo bis hierher gekommen ist. Die Kämpfe zwischen Contigo und den Schamanen waren schrecklich, nur wenige Krieger überlebten. Zuletzt wurden Hoabna und Jegelos als die Champions unserer Völker erwähnt. In jenen dunklen Zeiten kämpften wir und Contigo ständig, um unsere Ländereien zu verteidigen. Doch kamen wir zu keinem Ende. Schließlich entschied man sich, Hoabna und Jegelos den Streit durch einen Kampf entscheiden zu lassen. Ich gehe zuerst zum Häuptling. Schließlich will ich meinen Scheiß zurückhaben. Ich glaube nicht, dass uns die anderen Dorfbewohner jemals verzeihen werden, dass wir euch auf der Straße der Prüfungen unterlegen sind. Aber wenn sie wüssten, wie stark ihr seid, würden sie sich nicht beschweren. Eure Attacken beweisen können und Schnelligkeit. Sollten wir uns wieder im Kampf gegenüberstehen, werde ich nicht noch einmal verlieren.
Ja. In einem formellen Kampf ist es sowohl Brauch als auch ehrenhaft, sich einander vorzustellen. Es ist noch nicht zu spät. Bitte geht zu meinem Vater und nennt ihm eure Namen. Moampa sagt, dass er nicht einmal die Namen der Helden kennt, die ihn besiegt haben. Er macht sich Vorwürfe, weil er nicht danach gefragt hat. Hi. Ihr habt mich besiegt und doch habe ich eure Namen nicht erfahren. Nennt ihr sie mir? Felix, Jenna, Cosma und Aaron. Ich werde mich immer daran erinnern. Niemals vergessen wir die Namen der Helden, die mich im fairen Kampf bezwingen konnten. Felix. Felix, Jenna, Cosma und Aaron. Aber... Warum ist es so wichtig, den Namen von jemandem zu kennen, den man besiegt hat? Der einen besiegt hat. Tja. Das verstehst du nicht, Mädchen. Da geht es um Ehre. So, la la la, la la la. La la la. So ein Mist. Aber ich will den haben. Da drüben ist ein Djinn. Ein Djinn! Das Volk des Schamandorfs ist eigentlich sehr ruhig geplant und nobel. Ihr habt Moapa besiegt und wir kennen den Mut an, den ihr unter Beweis gestellt habt, indem ihr gegen ihn gekämpft habt. Ja. Manche Leute vom Stamm der Schamanen besitzen eine besondere Kraft. Man sagt, dass jene mit diesen Kräften die Auserwählten sein sollen. Habt ihr nach eurem Kampf die andere Seite des Berges untersucht? Noch nicht? Wenn ihr über dieselbe Macht wie Hortner verfügt, könntet ihr vielleicht dorthin gelangen. Niemand mit der Macht konnte allein die Quelle dort finden. Aha. Jeder im Dorf spricht darüber. Ja, und ich krieg nie mehr meine Sachen zurück. Schon verstanden. Endlich kann ich wieder die Tür aufmachen. Yay! Hätte ich gewusst, dass jemand die Straße der Prüfungen bestreiten würde, hätte ich mich nicht eingesperrt. Ich wäre mit dabei gewesen und hätte den Kampf beobachtet. Besser nicht, das wäre zu hart für euch gewesen. Yeah. Was machst du hier? Mirakelworte, Staub und Sterne, die Zukunft sehe ich in der Ferne. Jo, Digga. Ihr möchtet also einen Blick in eure Zukunft werfen. Nun, da habt ihr einen guten Zeitpunkt gewählt, ich werde es tun. Mirakelworte, Staub und Sterne, die Zukunft sehe ich in der Ferne. Schleier, Dunst und Nebelwand, die Zukunft liegt in eurer Hand. Leben, Tod und Ewigkeit, was hält das Schicksal wohl bereit? Ich kann es deutlich sehen, eure Leben sind voller Gefahren. Oh, was für ein Schicksal, hört zu, geht nicht nach Süden, böse Dinge lauern dort. Oh, wie schrecklich, schlimmer als Worte es beschreiben können. Genug! Ich soll also nicht nach Süden? Okay. Das merke ich mir. Noch nie zuvor habe ich Gemüse gesehen, wie es hier gekocht wird. Huch, das stinkt ja grauenvoll. Würde wirklich jemand so etwas freiwillig essen? Du bist ja fies. Glückspfeffer. Den will ich haben. Vier? Du armer Kerl, du hast ja überhaupt kein Glück. Naja, jetzt gehen wir erstmal den Djinn holen. Dam, da, dam, da, dam, da. Denn das können wir ja jetzt tun. Was ist eigentlich da? Warum kann ich da hin? Seltsam. Dam, da, dam, da, dam, da. Hi. Und ich krieg echt einfach meine Ausrüstung nicht mehr wieder zurück. Das ist echt scheiße. Ich hatte voll die gute, mega, super gute Ausrüstung. So eine gute kriege ich nie wieder. Die war alle... Manu. Hör mir zu, wenn ich dir mein Leid klage, du kleiner Djinn. Der... Venus? Jupiter Gin Aroma.
den hier. Und du gibst ihm den hier. Ja, und du musst einen von denen behalten halt, ne? Aber wir könnten mal alle die wieder aktivieren. Beziehungsweise den hier deaktivieren. Was macht er denn? Stellt PP von allen wieder her. Das ist schön. So. Dann gehe ich hier wieder nach Süden, würde ich sagen. Ciao. Nein, halt! Was mache ich denn? Ich würde gerne noch Ausrüstung kaufen. Oh mein Gott, voll vergessen. Ich war erstaunt zu hören, dass Moab im Kampf unter lag. Seine Waffen stammen aus meinem Lager, daher fühle ich mich auch immer verantwortlich darüber. Da bla 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 bla. Ich möchte erstmal was verkaufen und zwar. Nee. Hier, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Hier. Schade, sieht nämlich cool aus. Hier. Das hier. Nö, alles lame. Das hier auch nicht? Schade. Was war das? Oh Gott, das hat mich jetzt erschreckt. Jetzt muss ich erstmal kurz durchschnaufen. Und hier gibt es auch noch einen. Könnt ihr euch erinnern? Boah, ich habe mich so erschreckt. Das war echt nicht lustig. Ach so. Ah nein, hier brauche ich wieder das mit den komischen Kugeln. Was ist denn das für eine komische Fähigkeit? Die habe ich noch nicht. Dann müssen wir den wir uns eben merken. Nördlich vom Schamanendorf, weiter als Berge steht auf meinem Plan. Na, du bist kein Genie. Du auch nicht. Dann ist er vielleicht hier. Ui, ui, ui. Nee, 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 nee. Aber das ist doch nördlich vom Schamanendorf.
Oh nee, das nicht. Hier ist es nördlich vom Schamandorf. Oder haben wir den schon? Und ich habe ihn noch nicht durchgestrichen. Nee, irgendwie nicht. Weiter als Berge vor allen Dingen. Oh Mann. Bin ich ganz auf der anderen Seite. Nördlich vom Schamanendorf. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich den Gin gefunden habe. Bis dahin. Ciao, auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Der ist hier irgendwo, also keine Ahnung, wo genau. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.